Spiel des 100. Mal Eintracht Braunschweig. Wir begrüßen ganz besonders herzlich unsere Gäste aus Braunschweig mit dem Trainer Michael Schiele und unserem Trainer Nico Schmidt. Der Gast hat immer das erste Wort. Ja, vielen Dank, hallo. Erstmal Glückwunsch an Bert und Rico und der Mannschaft für den Sieg. Es ist natürlich sehr bitter für uns heute, dass wir verloren haben, dass wir ja nicht von Anfang an das zeigen können haben, was wir letzte Woche oder auch die Wochen zuvor noch gezeigt haben. Wir sind natürlich auch brutal unglücklich in das Spiel, auch nach 35, 40, keine Ahnung, in der ersten Minute auch reingegangen, wo es ein ganz klarer Elfmeter wir verursacht haben, wo dann auch der Fußball die Geschichten schreibt, wenn dann Leugers am letzten Spiel, wenn er nur 5, 8, 10 Minuten spielen soll, auch noch den Elfmeter trifft. Und ja, auch das Zweite war von uns naiv verteidigt, war nicht richtig konzentriert verteidigt, so wie wir es mal können. Und wir haben dann auch noch ein bisschen das Glück, dass Meppen das dritte Tor macht. Was dann so nach 25 Minuten war, nach 30 Minuten, dass wir uns dann endlich mal von dem Druck dann auch befreit haben, also von unserem inneren Druck auch, dass wir dann auch nach vorne gekommen sind, dass wir auch ein bisschen besser in den Zweikämpfen waren und dann auch zum Anschluss dann irgendwann gekommen sind. Und in der zweiten Halbzeit haben wir gedrückt, haben wir immer natürlich hohe oder vier Räume hinter unserer Kette gehabt, wo man immer aufpassen muss, dass der Gegner da nicht zu viele Konter spielt, sind dann trotzdem auch zum 2-2 kommen und dürfen natürlich das 3-2 nicht so leicht dann auch bekommen. Und es ist halt Tangulic, wenn er dann frei kurzer Moment Zeit hat, den Pass zu spielen, hat er super Übersicht. Guder ist ein schneller Spieler, der geht dann hinten rein und macht es auch. Und von dem her sind wir enttäuscht, haben gewusst aber, dass wir zwei Matchbälle haben. Jetzt haben wir nächste Woche noch den Matchball zu Hause, dann auch vor ausverkauftem Haus, dass wir dann auch diesen Druck, jetzt wissen wir, wie es geht, dass wir das dann auch von Anfang an nicht so ranlassen an uns und da ein gutes Spiel machen und dann den nötigen Dreier dann auch einfahren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Rico, bitteschön. Ja, letzte Woche um die Zeit saß ich da, musste ich mich ja nicht erklären, aber musste ich unser Spiel reflektieren, das 2-4 gegen Würzburg. Gerade die letzten 20 Minuten, was wir alle nicht sehen wollen, so ein leeren, blutarm Auftritt da, nicht Kind, kein Wehren. Und jetzt ist nochmal was passiert mit dem Pokalspiel in Hildesheim und vor allen Dingen jetzt auch nochmal so in die letzten ein, zwei Tage final, dass die Mannschaft, einzelne Spieler, alle gemeinsam nochmal zu sich gefunden haben und sich gesagt haben, oder vom Kopf her, dass wir nochmal ein anderes Gesicht zeigen wollen. Und das ist ja jetzt so zurechtgelegt worden. Ein Kollege hat jetzt von seinen Drücken gesprochen. Wir hatten ja auch Drücke. Letztes Heimspiel in der Saison. In 2022 noch kein Heimspiel gewonnen. Dann in so einer Brisanz, in so einem Duell, Niedersachsen-Duell, wo es um vieles geht. Viele Auswärtszuschauer. Wenn du verlierst, feiert hier Braunschweig. Das kommt ja auch alles irgendwo mit dazu. Und das ist natürlich auch ein Druck, ein negativer Druck. Das konnte man rumdrehen in den positiven Druck. Und da kann ich nur mitgeben, was so die Mannschaft, jeder Einzelne, dann gibt es Verabschiedungen, dann gibt es ein Zeremoniell davor, stehen und so weiter und so fort. Wie es dann losging mit Anpfiff, herausragend. Und das ist das Bild und das Gesicht der Mannschaft nochmal gezeigt hat, was uns SV Meppen gerade in der Hinrunde ausgezeichnet hat. In dem einen oder anderen Rückrundenspiel auch, wo wir aber final dann nicht diese Chancen dann verwertet haben. Und wie das dann jetzt zurechtgelegt war mit Thilo, mit der Elfmetersituation, mit dem 2-0, das war so schon auch ganz klar, immer wieder Wechselspiel, Wechselspiel, Wechselspiel. Mike Behrer spielt den Wechselball, daraus die Flanke, Ritchie macht das Tor, 2-0 und natürlich mit so einer Wucht und mit so einer Qualität, die Braunschweig auch den Anspruch, den Braunschweig hat, musst du dich auch mal ein Stück fallen lassen, ein bisschen tiefer stehen, Braunschweig kommt besser ins Spiel, gerade dann zweite Halbzeit nochmal einen enormen Druck entwickelt und wir hatten unsere Möglichkeiten auch zu erhöhen oder wegzukommen von dem Ergebnis. Schlussendlich ein toller Nachmittag, ein rassiges Duell gewesen, faires Duell. Ich hoffe, dass es auch draußen rum einigermaßen ruhig bleibt und ruhig geblieben ist. Und die Geschichte mit Thilo, René Guter macht das Tor, wird hier verabschiedet vor dem Spiel.
Er macht das entscheidende Tor. Das zeigt immer wieder. Natürlich ist es nicht nur Trainerarbeit, es ist auch Spielerarbeit, wenn der Kopf klar ist. Auch nochmal finalisiert, was die Mannschaft dann gemeinsam will. Und das haben wir heute nochmal auf den Punkt genau hinbekommen. Wir haben jetzt nochmal vieles zurückgegeben. Auch vom Kredit her, den wir uns in den letzten Wochen, Monaten, muss man jetzt schon sagen, auch ein bisschen verspielt haben, gerade hier zu Hause. Ich denke da auch an letztes Wochenende, wo wir da noch ausgepfiffen worden sind, auch zu Recht ausgepfiffen worden sind. Aber das konnten wir uns heute mit diesem Duell und mit dieser Art und Weise, wie die Mannschaft, die Spieler das Duell angenommen haben und am Ende auch gewonnen haben, ich glaube auch verdient gewonnen haben, ein paar Sachen zurückgeben können. Dankeschön. Vielen Dank.